DiagonalView.de heute in China, wo eine ganze Stadt aus Eis gerade fertiggestellt wird. Denn seit 30 Jahren wird hier in Harbin jährlich ein riesiges Eis- und Schneefestival gefeiert. Und gigantische Häuser aus Eis werden aufgebaut, soweit das Auge reicht. Und jedes Mal wird es ein bisschen größer. Für die gesamte Veranstaltung brauchen wir viele Arbeitskräfte. Über 7000 Leute haben hier mitgewirkt, in Schichten, sodass wir hier eine 24-Stunden-Baustelle hatten. Über 180.000 Quadratmeter Eis und 150.000 Quadratmeter Schnee haben wir verbaut. Besonders die aufwendigen und teils doch sehr hohen Skulpturen beeindrucken. Und an die Kinder wurde auch gedacht mit dieser 240 Meter langen Eisrutsche, die längste, die es jemals hier gab. Da tut einem der Hintern ja schon vom Zuschauen weh. Abschließend könnte man sagen, there's no business like snow business, denn die Veranstalter erwarten über 1 Million Besucher. Hoffentlich schmilzt bis dahin nichts.